Spiekung. Zum Tag der Deutschen Einheit. Liebe Imkerinnen und Imker, ich möchte heute zur Einheit in der Vielfalt aufrufen. Schon Angela Merkel sagte, die Stärke unseres Landes liegt in der Vielfalt. Was kann sie damit wohl gemeint haben? Und weshalb appelliere ich an die Vielfalt? Ich meine die Vielfalt der gemachten Erfahrungen, die Vielfalt der unterschiedlichen Perspektiven auf Tiergesundheit, auf Tierhaltung, auf Tiernutzung. Ich meine die Vielfalt der Möglichkeiten, die wir haben, unser Bienenvolk gesund zu führen. Und ich meine vor allem auch die vielfältigen Bemühungen um gute und beste Lösungen alleine oder gemeinsam zu entwickeln. Denn auch die Imkerei steckt, so wie unsere gesamte Gesellschaft, in einer anhaltenden Krise. Die Krise, mit der Varroa zurechtzukommen, die Krise im Konflikt Honigbiene-Wildbiene, die Krise, was das zurückgehende Proteinangebot in manchen Gegenden Deutschlands und Europas anbelangt, die Krise der Sprachlosigkeit zwischen den Imkerinnen und Imkern, nicht nur der Sprachlosigkeit, sondern der undiplomatisch aus, der gegenseitigen Beschimpfung, wo der eine Imkervereinen den anderen beschimpft oder auch innerhalb Imkervereinen Mitglieder gemobbt werden, erfahrene Mitglieder gemobbt werden, die haben einen unerfahrenen Vorsitzenden gewählt und dieser mobbt dann die erfahrenen Imker weg. Da sind natürlich auch die erfahrenen Imker schuld dran, dass sie sich nicht bereit erklärt haben, die Vorstandsposition zu übernehmen. Und er muss ja nicht alles selber machen. Auch ein Vorsitzender, ein Präsident, hat die Aufgabe, Vielfalt zuzulassen und Arbeiten eben gemeinschaftlich zu entwickeln. Da muss er sie auch gar nicht delegieren, sondern dann wird sie freiwillig von den Vorstandsmitgliedern übernommen. Das ist überhaupt die größte Kunst, die Kolleginnen und Kollegen, die Imkerfreunde, so zu motivieren, dass sie aus ihrer eigenen Kreativität einen Beitrag zur Vielfalt leisten. Jetzt gibt es aber dennoch unterschiedliche Interessen zwischen Freizeitimkern und Berufsimkern zum Beispiel. Dann gibt es unterschiedliche politische Kulturen. Zu welchem Thema äußert man sich, zu welchem nicht? Ich sehe da ganz nüchtern auf die politischen Vorgänge und sage, alles, was mit unserer Biene zu tun hat, ist politisch relevant. Politisch relevant ist die drohende Verlängerung der Glyphosat-Anwendung, der Glyphosat-Zulassung. Denn Studien zeigen, dass unsere Bienen letal und subletal beeinträchtigt werden, wenn sie mit Glyphosat in Verbindung kommen. Politisch relevant für uns Imkerinnen und Imker ist der Versuch der Industrie, die EU-Kommission so stark zu beeinflussen, dass sie die neuen genomischen Verfahren dereguliert, das heißt die hart erkämpfte Zulassungspraxis und die Zulassungsprozesse aufzuweichen, praktisch mit einem Handwisch wegzuwischen. Warum haben wir jahrelang gegen den Anbau von gentechnisch veränderten Organismen in Deutschland gekämpft? Unser Honig wäre nicht mehr verkehrsfähig. Und die ganze Biobranche, die im Übrigen die Landwirtschaft der Zukunft ist, jetzt schon
mit über 15.000 Betrieben in Deutschland zeigt, wie man ohne synthetische Spritzmittel auskommt. Natürlich braucht man auch Pflanzenschutzmittel, Stärkungsmittel, Düngermittel auch, aber natürlich organische Dünger und nicht Stickstoff, den man vermittels Erdöl einen Haufen Energie gewinnt und dann auf die Flächen streut. Funktioniert alles. Ist alles da. Wir brauchen gar keine Diskussion mehr darüber führen, ob es anders geht oder nicht. Es geht und es wird schon gezeigt. Und diese Landwirtschaft wird unmittelbar bedroht, wenn die EU-Kommission sich mit ihrem Vorschlag durchsetzt. Wir müssen uns vor eins vor Augen halten. Die neue Kampagne, von der Industrie lanciert und finanziert, wird vor allem von denjenigen getragen und propagandistisch in die Medien transportiert, die von einer Deregulierung profitieren würden. Unternehmen und Wissenschaftler, die direkt in der Gentechnikforschung beteiligt sind. Und da dürfen wir uns auch nichts vormachen lassen. Ja? Gentechnik bleibt Gentechnik und der einzige Sinn von gentechnischen Verfahren ist, Saatgut patentieren zu können. Und damit wird die Industrie die Ernährung der Menschheit kontrollieren. Das ist der eine Punkt. Wir haben jetzt gesehen, mit unserer Abhängigkeit von Gas, was Gas anbelangt, von Russland gegenüber, was passiert, wenn irgendein Marktteilnehmer die Position hat, irgendein Element, das benötigt wird, einen Rohstoff zu kontrollieren. Das erste Problem und das zweite Problem ist das Abhängigmachen, das Abhängigwerden der Bauern vom Kauf dieses Saatguts und das jedes Jahr neue Bezahlen von Patentgebühren. Die Lebensmittelpreise werden steigen, die Biodiversität wird sinken, die Vielfalt der Lebensmittel, der Früchte wird zurückgehen, der Glyphosateinsatz wird steigen. Und das sind politische Themen, die uns als Imkerinnen und Imker interessieren. Und deshalb werde ich diese Themen immer wieder adressieren und meiner Eigenschaft als Präsident des neuen Imkerbundes hier dafür sorgen, ja, dass diese Themen auch in der Imkerbranche nicht nur diskutiert werden, sondern dass wir klare Positionen gegen diese für uns und für unsere Bienen schädliche Stoffe einnehmen. Ich möchte jetzt bei dieser Gelegenheit und in diesem Kontext auf das 13. Weimarer Bienensymposium hinweisen. Es findet statt von Freitag, den 27. Oktober bis Sonntag, den 29. Oktober, eine dreitägige Konferenz. Sie beginnt am Freitag um 10 Uhr. Wir bekommen eine Begrüßung vom Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz in Thüringen. Dann spricht Dr. Ralf Büchler über Varroa-Resistenzzucht, Lutz Eggert über die Nutzung des Weimarer Nadelstempels, Werner Gerdes spricht über seine Betriebsweise im angepassten Brutraum, Dr. Melanie von Orloff ebenfalls, natürlich Imkern ganz groß, Imkern in der Großraumbeute, dann Gerhard Kottek über die praktische Varroa-Resistenzzucht und der letzte Vortrag des ersten Konferenztages ist von Bernhard Häufe. Varroa-Überlebensstände, Wege zur Varroa-Toleranz. Das ist der erste Tag des Weimarer Bienensymposiums. Dem zweiten Tag widmen wir uns Fragen von allgemeiner politischer Bedeutung. Miklos Sorfozo spricht über die Qualitäten, die ein Eiweißfuttermittel haben muss, um wirksam zu sein, weil viele Eiweißfuttermittel funktionieren ja nicht. Danach kommt Dr. Jean-Marc Bonmatin. Bonmatin ist französischer Wissenschaftler und er spricht über Neonicotinoide und die Auswirkungen auf das Nervensystem der Bienen und auf unsere Gesundheit. Bonmatin ist einer der führenden Wissenschaftler, denen wir es zu verdanken haben, dass einige Neonicotinoide in Europa verboten wurden. Nach der Pause am Nachmittag spricht er nochmal
über ToxiBees, einen kostenlosen Online-Software zur Auswahl von Pestiziden, die weniger giftig sind für Bienen. Das ist für uns interessant. So können wir Bauern darauf hinweisen, welche Alternativen sie haben, damit wir auch mit Bauern und mit dem Bauernverband ins Gespräch kommen. So, nach der Nachmittagspause spricht Lorenzo Furlan aus Italien. Er hat es geschafft, im Potal, das ja intensiv landwirtschaftlich genutzt wird, die Bauern zusammenzuführen, also nicht die Bauern, aber eine große Anzahl Bauern, die auf Spritzmittel verzichten und stattdessen die Gebühr, die sie für die Spritzmittel ausgeben, in einen Solidaritätstopf zu zahlen, mit dem dann eben Schädigungen ausgeglichen werden können. Und bis jetzt ist das Ergebnis positiv. Das heißt, es fallen weniger Schäden an, als Kosten ausgeglichen werden müssen durch Verluste. Und da bin ich sehr, sehr gespannt auf Herrn Furlan, wie er das gemacht hat und die Bauern dazu gebracht hat, diesen Schritt zu gehen. Diese Vorträge sind alle auf Englisch und sie werden simultan gedolmetscht von unseren Profi-Dolmetschern, die schon seit einigen Jahren für uns dolmetschen. Den letzten Vortrag am Samstag hält Dr. Thomas Schwerte von der Universität Innsbruck. Er spricht über aktive und passive Unterstützung des Wärmehaushalts bei Bienen. Mit Dr. Schwerte werde ich in den nächsten Jahren noch intensiver zusammenarbeiten. Dann kommen noch zwei, drei Kurzinterventionen und dann haben wir unser gemeinsames Buffet. 10 Jahre Armbruster Imkerschule, wo ich mich freue, dass über 220 Leute, und es werden sicher noch zahlreiche Personen anmelden, wie immer, kurz vor der Konferenz, da gemeinsam im Schießhaus essen und trinken und reden und sich kennenlernen und feiern und sich freuen und neue Freundschaften schließen. Das ist das große Event, wo unsere Community sich stärkt, sich neu findet. Und man Freundschaften schließt, nicht wahr? Am Sonntag werden wir durch den Oberbürgermeister der Stadt Weimar begrüßt. Außerdem bekommen wir eine kurze Grußrede von der Präsidentin des Berufsimkerbundes. Dann wird die Schirach-Informationstafel von Günter Sodan an den Landesverband Thüringer Imker übergeben. Die Schirach ist ja eben auch einer dieser großen, etwas in Vergessenheit geratenen Bienenpäpste, der aufgrund der Aktivität von Herrn Sodan wieder ins Bewusstsein geholt werden soll. Und mit dieser Übergabe dieser Informationstafel wird auch das Weimarer Bienensymposium mit diesem Thema befasst. So, dann sprechen einige Zukunftsimker, Absolventen des Profikurses, die sich dann eine professionelle Imkerei aufgebaut haben. Die Zukunftsimker werden ausgezeichnet und auch die Teilnehmer der Profikurse. Dann kommt Matthias Wolfschmidt von der Aurelia Stiftung und spricht etwas über die Möglichkeit mit Bienen die Belastung der Umwelt zu detektieren und auch auf rechtlichem Wege einzufordern, dass die entsprechenden Reduktionsziele, Pestizidreduktionsziele, jetzt endlich umgesetzt und erreicht werden. Ein mühsames Geschäft. Und dann vor der Pause kommt Eckhard Hülsmann mit der Laudatio 10 Jahre Armbrust in der Schule. Und darauf freue ich mich ganz besonders. Bin auch ein kleines bisschen stolz darauf, dass Eckhard Hülsmann als Mentor der Armbruster Imkerschule nach 10 Jahren auf unsere Tätigkeit blickt, diese analysiert und würdigt, sodass auch diejenigen, die noch nicht 10 Jahre dabei sind, einen Eindruck darüber gewinnen können, wie mühsam die Arbeit der Armbruster Imkerschule am Anfang war und wie wir jetzt anfangen, Früchte zu ernten. Übrigens nicht nur wir, sondern auch die ganze Imkerschaft erntet Früchte, denn das, was wir hier unterrichtet haben, wird mehr und mehr zum Standard.
Es ist noch nicht so weit, aber die Lawine ist losgetreten. Nach der Pause am Sonntag freue ich mich sehr auf Nina Wolf. Nina Wolf ist Präsidentin von Slow Food Deutschland und ist im internationalen Vorstand. Und da wünsche ich mir, dass wir Imkerinnen und Imker jetzt sozusagen die Augen öffnen für unsere landwirtschaftlichen Kollegen, die sich auch um Qualität bemühen, um Regionalität. Und ich wünsche sozusagen eine Verständigung, eine Verbindung zwischen dem Energiestrom, den Slow Food aufgebaut hat, und unserem Energiestrom. Danach spricht Dr. Marlin Thiebel über mehr Gehölze in der Landschaft, eine praktische Anschauung, wie wir unseren Bienen helfen können, um in unserer Landschaft mehr Gehölze, Bienen nutzbar machende Gehölze finden können. Ja, dann haben wir eine Mittagspause und nach der Mittagspause kommt dann noch ein einziger Vortrag, nämlich von Christine von Weizsäcker. Christine von Weizsäcker nimmt seit Jahrzehnten an den UNO-Konferenzen teil für Biodiversität und an anderen UNO-Konferenzen und ist diejenige Person, die darauf aufpasst, dass nicht kurz vor Ende der Konferenz die Industrie irgendein Larifari in den Konferenztext schreibt. Eine undankbare und mühsame Aufgabe. Nächtelang sitzt sie da in den Verhandlungen und schläft nicht ein, ja, passt auf für uns und ist sozusagen eine stille Heldin, auch von uns Imkerinnen und Imkern. Und mit ihrem Vortrag wollen wir zum einen sie hören und verstehen, welche Arbeit sie auch für uns geleistet hat, und wollen wir sie natürlich auch würdigen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Imkerinnen und Imker, geschätzte Kollegen, Sie können sich jetzt noch anmelden für das Weimarer Bienensymposium. Das finden Sie auf der Webseite der Armbruster Imkerschule unter Konferenzen. Wir haben noch eine kleinere Anzahl von Plätzen für die Präsenz. Und Sie können natürlich auch den Livestream buchen, der dann von Freitag bis Sonntag die Konferenz überträgt. Am Sonntag übertragen wir öffentlich und am Freitag und Samstag übertragen wir nur für diejenigen, die den Livestream gebucht haben. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr an der Konferenz teilnehmt, entweder in Präsenz oder online, und den Input, den wir hier zur Verfügung stellen, für eure Imkerei und für euch nutzbar macht. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, und ich wünsche einen wunderbaren Feiertag und grüße euch, wünsche ein gutes Einwintern und eine gute Zeit bis Weihnachten. Es hat gespickt, Binder.